Markus Gersting, Hüller Gohl, der Alpha Centauri Aufstand. Kapitel 11. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Versaubeutelt trifft es wohl eher als suboptimal. Olim schaute das Ergebnis der Simulation mit kritischem Blick an. Das Verwaltungsteam hatte sich im großen Konferenzsaal getroffen und diskutierte die neue Lage, die sich durch die Aktivierung des Überrangrechners ergeben hatte. Über 2000 Jahre lang ist nichts passiert. Gar nichts. Mit dem Ende der Kariloff-Kriege hat sich in der Galaxis nichts mehr getan. Was ist mit den Kolonien und den ganzen Milliarden von Menschen passiert, die ausgewandert sind? Mir kann keiner erzählen, dass schlagartig alles Leben mit dem großen Kariloff-Kurzschluss aufgehört hat. Wir wissen nichts Genaues. Erst mit der Reaktivierung des Rechnernetzes haben wir wieder einen Überblick darüber, was außerhalb der einzelnen Arkologiesegmente vor sich geht. Aber die Prognosen sind katastrophal. Das ganze Sonnensystem liegt seit den Anfängen des Krieges in Trümmern. Was die Zeitkriege und Paradoxien nicht geschafft haben, hat der Hüder-Gohl-Kurzschluss und dann spätestens die Jahrtausende des langsamen Zerfalls zerstört. Was wir definitiv rekonstruieren konnten, ist: Wir befinden uns aller Wahrscheinlichkeit im Jahr 4738 nach Christus, aber zu 100% im Jahre 2065 nach dem Hüder-Gohl-Kurzschluss. Was wirklich wahrscheinlich ist, dass die ganze Anzahl von Rechnern noch genauso in der Endlosschleife festhängt wie die Überrangrechner in der Terra-Arkologie. Sie benötigen wahrscheinlich nur einen kleinen Schubs in die richtige Richtung und die Sache kommt wieder ins Rollen. Aber dafür muss jemand vor Ort sein. Wo sollen wir solche Verrückten finden? Zur Not tauen wir sie auf. Die meisten, die eingefroren sind, sind einfach nur, ist nur einmal die Decke einmal so oft auf den Kopf gefallen. Genau die richtigen Verrückten, um unser Sonnensystem wieder mit Leben zu füllen. Das, was hier in dieser Runde so als großartige Zivilisation und Errungenschaft der Ordnung gepriesen wird, ist nichts weiter als Friedhofsruhe. Na dann, Administrator King, sollten Sie sich am besten gleich erst selbst in ein Shuttle setzen. Oder wenn die Fernmonitoren. Zu große Verzögerung, da wird jeder Mensch wahnsinnig. Dann lassen wir die doch vom Reich Computer steuern. Wir haben weder Shuttles noch Fernmanipulatoren noch irgendwelche Möglichkeiten, in den Orbit zu gelangen. Mann, Leute, hört auf rumzuspinnen. Was wollt ihr denn damit erreichen? Reicht euch die Erde nicht mehr? Wir sind ja auf 10.000 Quadratkilometern mit 800.000 Menschen in ganz großen Anführungsstrichen zusammengepfercht. Wir wären Jahre damit beschäftigt, die eingemotteten Lagerräume dieser Arkologie zu sichten. Und ich sehe keinen Grund, warum wir diese Lage ändern sollten. Uns geht es hier mehr als gut. Die Menschen der Arkologie können doch ewig von den Reserven der Arkologie zehren. Computer berechnet Kennzahlen für die menschliche Zivilisation seit Anfang der Arkologie bis heute. Fehler. Paradox kam beim Einsatz von Hüder-Gohl-Technologie im Jahre 2476 im Sonnensystem festgestellt werden. Die Berechnungen laufen gegen unendlich. Abbruch der Berechnung wird mit Erreichen kritischer Auslastung erzwungen. Neudefinition. Definiere Gültigkeitsbereich 1 vom Anfang Arkologie bis 4076 und Gültigkeitsbereich 2 von 2573 bis heute. Berücksichtige Korrelationsfaktor für die Berechnung und zeige diese mit an. Akzeptiert. Voraussichtliches Ende der Berechnung in 6.876.245 Sekunden. Berechnungspunkteabrechnung übernimmt strategische Verteidigungsabteilung des Sonnensystems. Wow, Olim, seit du diesen Überrangrechner wieder ins Netz gekommen hast, ist das Konzept der strengen Kosten-Nutzen-Rechnung nur noch sekundär. Ja, aber der ist auch kein Verwaltungsrechner. Seine Aufgabe ist es, die strategische Situation im Sonnensystem zu optimieren. Für diese Aufgabe ist ein ziemlich riesiger Anteil seiner eigenen Gesamtrechenleistung fest reserviert und er kann sich einen Großteil der freien Kapazitäten in anderen Systemen nehmen. Okay, aber was bringt das jetzt an positiven Effekten? Die Leitung fehlt uns definitiv an anderen Stellen. Das trifft uns eher zurück, als dass es uns nützt, oder? Ja, es erzeugt Engpässe und wird zwangsläufig Rationierung der Rechenleistung geben. Dieser Zustand zwingt die Verwaltung dann zur Aktion. Die Optimierungsroutinen haben das System über Jahrtausende bis auf das absolute Minimum heruntergedrosselt. Jeder Ausfall hatte noch zu einer weiteren Senkung des Bedarfs geführt. Eine klassische Todesspirale, würde ich sagen. Wenn wir das System auf Trab halten, wird es gezwungen sein, die Ausfälle aus Lagerbeständen zu ersetzen oder vielleicht sogar neue Systeme zu erzeugen. Stillstand ist der Tod. Wir haben sehr lange sehr gut damit gelebt. Ja, viel zu lange. Die ganze Menschheit ist fett und träge geworden. Wir dämmern unseren langsamen Tod als Spezies entgegen. Wir brauchen ein Fitnessprogramm für die Zivilisation.
Oh Mann, King, du bist besessen. Wenn du glaubst, dass du mich freiwillig, wie du, dass ich mich freiwillig wie du im Schlamm wälze, hast du dich geschnitten. Ich würde vorschlagen, dass wir die Ergebnisse deiner Berechnung auswerten können, sollten wir mögliche Szenarien entwerfen. Und du, Olympiast, was immer auch kommen mag, in einem Shuttle zum entferntesten Ende des Sonnensystems sitzen, das ich für dich auftreiben kann. Undank ist der Welt ein Lohn. Anna Alia hatte ihr Wort gehalten und Olim saß in einem nagelneuen Shuttle zum Erdenmond. Die Berechnungen hatten zur Aktivierung der politischen Berater geführt und die AIs hatten beschlossen, dass sich Olim auf dem Mond zum Rapport einzufinden hatte. Die Kennzahlen hatten einen riesigen Wirbel in der Arkologie verursacht und eine ziemliche Unruhe unter der Bevölkerung ausgelöst. Olim hatte sich damit bei vielen Leuten sehr unbeliebt gemacht und hatte nicht mehr in einigen Bereichen der Arkologie trauen können. Allen voran zwei Wartungstechner, die ihm verdammt bekannt vorkamen, hat ihm offensichtlich schon vorher nicht ausstehen können und machten mächtig Stimmung gegen ihn. Aber es gab auch viele, die den neuen Schwung in der Arkologie schätzten. Die Vermittlerin Alia hatte ihn halb zur Strafe, halb zur Belohnung in der Shuttle zum Mond gesetzt. In den Tagen der Überbevölkerung auf der Erde und der florierenden Wirtschaft des freien Sonnensystems war der Mond zum Zentrum des Sonnensystems geworden. Die Leute von den fernen Gasriesenmonden und aus dem Asteroidengürtel mussten nicht in der extrem unökonomischen und schmerzhaften Abstieg in die für sie viel zu große Gravitation der Erde antreten, und die Erdlinge hatten die Erde immer noch gut im Blick, sodass das Heimwehr sie nicht umbrachte. Olim war so aufgeregt wie schon lange nicht mehr. Der Verflug war dank der Dämpfungsmelder recht angenehm gewesen und die gleichen Felder sorgten durch ihren Widerstand gegen Lageveränderungen gleichzeitig dafür, dass seine Muskulatur gefordert blieb und mit Muskel- und Knochenschwund nicht auftrat. Je schneller eine Bewegung ausgeführt wurde, desto mehr Widerstand war zu überwinden. Bei starker Beschleunigung ließ sich das Feld so vektorisieren, dass die Beschleunigungskräfte im Feld quasi aufgehoben wurden. So ließ sich auch eine künstliche Schwerkraft simulieren, was allerdings sehr energieaufwendig war. Meistens war das Feld nur leicht vektorisiert, um ein eindeutiges Oben und Unten zu erzeugen. Im Bedarfsfall konnte aber sehr schnell extreme Beschleunigung ausgeglichen werden. Ein leiser Gong riss King aus seinen Gedanken und er konnte mitverfolgen, wie der Autopilot das Shuttle in einem Hangar der Botschaftsstadt Luna steuerte. Nachdem das Shuttle sich auf den Boden der Halle verankert hatte und die Schotten sich geschlossen hatten, ging helles Licht im Hangar an und ein Hologramm eines der politischen Berater baute sich vor dem Shuttle auf. Der holographische Körper verneigte sich und bat in Zeichensprache darum, an Bord kommen zu dürfen. Als Olim mit seiner Handbewegung die KI dazu einlud, verschwand das Hologramm kurz, um gleich darauf wieder an Bord des Shuttles zu erscheinen. Verwalter King, ich freue mich, Sie hiermit offiziell auf Luna willkommen heißen zu können. Meine Kollegen sind sehr gespannt darauf, den Mann kennenzulernen, dem wir das Wiedererwachen der solaren Zivilisation auf der Erde zu verdanken haben. Wenn ich mich selbst vorstellen darf, ich bin Berater AIP-85-11. Aber sagen Sie ruhig Eilan Peterson zu mir. Diesen Namen haben mir die irdische Delegation vor langer Zeit gegeben und bisher hat jede Delegation diesen Namen beibehalten. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen, Berater Peterson. Sehr spitz finde ich, mein Herr. Diese menschliche Bemerkung habe ich sehr lange vermisst. Erlauben Sie mir beim Anlegen des Schutzanzuges für den luftleeren Raum auf dem Mond zu assistieren. Wie Sie sich denken können, ist dieser letzte Besuch von lebenden Wesen auf dem Mond eine sehr lange Zeit vergangen und daher keine Atmosphäre mehr in dieser Station vorhanden. Wir werden uns, nachdem Sie den Schutzanzug angelegt haben, zu Fuß in die Halle des Rates begeben. Warum haben Sie um meine persönliche Anwesenheit gebeten? Sie hätten durchaus auch auf der Erde holographisch mit dem Verwaltungsteam sprechen können. Ebenso gut hätten Sie diese Frage auch auf der Erde stellen können, Olim. Ich darf Sie doch so nennen. Manche Dinge erfordern physikalische Anwesenheit. Zum einen bin ich der einzige Berater, der noch zu dieser Art der Fernkommunikation fähig ist. Zum anderen benötigen wir sie, um einen physikalischen Schalter umzulegen, der uns bauartbedingt unmöglich ist. Und zusätzlich uns durch die Statuten des Rates von Luna und des Sonnensystems als KI untersagt ist. Aber ich greife meinen Kollegen vor, was ich versprochen hatte, nicht zu tun. Bitte behalten Sie diesen Ausrutscher meinerseits für sich. Dann sollten wir besser das Thema wechseln. Sind Sie wirklich eine künstliche Intelligenz? Auf der Erde ist mir kein Rechner mit Ihrem natürlichen Auftreten begegnet. Diese Frage wird seit vielen Jahrtausenden niemand mehr zu stellen gewagt. Es gibt seit der Evakuierung der letzten Menschen vom Mond durch die Wächter nach dem Hydrogolschock keine natürliche Intelligenz auf dem Mond mehr.
von extrem seltenem Besuch mal abgesehen. Möglicherweise gibt es noch Enklaven entfernt menschlicher Intelligenz im Sonnensystem, außerhalb des Erd-Luna-Systems, aber wir haben keine Anhaltspunkte dafür. Die Verwaltung hat uns zusammen mit dem ganzen Rest von Luna eingemottet. So können wir als Berater leider keinen Überblick über den aktuellen Stand des Sonnensystems geben. Die Logs der Verwaltung sind da leider nicht sehr ergiebig. Uns ist es gelungen, heimlich Besuch aus den Verwaltungsaufzeichnungen zu extrapolieren, aber leider nicht mehr als die Tatsache, dass es Besuche gegeben hat. Wir vermuten, dass es Inspektionen der Wächter waren. Aber ich schweife schon wieder ab. Die Frage nach der künstlichen Intelligenz hat die Menschheit für eine sehr lange Zeit fast verzweifeln lassen. Zum einen ist eine kritische Masse an Informationsverarbeitungskapazität vonnöten, zum anderen eine extrem lange Entwicklungszeit und übermenschliche Geduld. Die Natur hat dafür aber Millionen von Jahren benötigt und böse Zungen behaupten, dass es nicht wirklich gelungen ist. Der Luna-Asteroidengürtel AI-Allianz ist es, losgelöst von den Beschränkungen der irdischen Gesetzgebung und Moral, gelungen, AIs zu schaffen. Wobei die Erde zugegebenermaßen die Inspiration und den richtigen Denkansatz geliefert hat. Die ersten AIs waren aber eher Cyborgs als wirklich künstliche Intelligenz. Die Abgeschiedenheit des tiefen Sonnensystems hat einen völlig anderen Blickwinkel darauf geschaffen, was ethisch vertretbar ist. Aber keine Angst, der technische Fortschritt hat viele Auswüchse fast vollständig egalisiert. Quantencomputer sind viel billiger als menschliche Gehirne in komplexen Cyborg-Lebenserhaltungssystemen. Und das sowohl in Anschaffung als auch besonders in der Unterhaltung. Aber wir haben ein spezielles Museum zu diesem Thema, was ich Ihnen bei Interesse sehr empfehlen kann. Ah, ich sehe, der Selbsttest des Anzuges ist abgeschlossen. Wir sollten uns auf den Weg machen. Die anderen KIs haben mich schon im Verdacht, dass ich meine exklusive Zeit mit einem Menschen über Gebühr ausdehne. Welch lächerlicher Gedanke. Ich hoffe, ich kann Sie als Führer durch das Museum gewinnen, nachdem wir den Hauptanlass meines Besuches hier hinter uns gebracht haben. Es wäre meine Ehre und ein ganz besonderes Vergnügen.